Freundlichkeit und gute Eigenschaften entwickeln. Drittes Kapitel, Vers 24 und 25. Patanjali schreibt: Durch Samyama auf Freundlichkeit erlangt man deren Kräfte. 25. Durch Samyama auf die Kräfte verschiedener Tiere erlangt man die betreffende Kraft, zum Beispiel eines Elefanten oder des betreffenden Tieres. Wenn du also bestimmte Eigenschaften in dir kultivieren willst, dann übe Samyama darauf. Vermutlich kennst du ja die Yoga-Vidya-Eigenschaftsmeditation. Mein Name ist ja Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga-Vidya. Und bei der Eigenschaftsmeditation setzt du diesen Vers genau um. Du überlegst, welche Eigenschaft du kultivieren willst. Du denkst nach über diese Eigenschaft. Du fasst diese Eigenschaft als Affirmation. Und dann stellst du dir vor, du hättest gerade diese Eigenschaft in dir aktiviert. Und dann gehst du hinein in das Gefühl dieser Eigenschaft und bleibst dann eine Weile in diesem Gefühl der Eigenschaft. Und der Teil, wo du ganz in dem Gefühl der Eigenschaft absorbiert bist, ist der Höhepunkt von Samyama. Anschließend kannst du dir noch visualisieren, wie du diese Eigenschaft im Alltag unter Beweis stellen wirst, vielleicht noch ein paar Affirmationen. Und wenn du jeden Tag eine solche Eigenschaftsaffirmation machst, wirst du feststellen, dass diese Eigenschaft in dir stärker wird. Also die Eigenschaftsmeditation heißt, dich zu konzentrieren auf eine Eigenschaft. Die Vorstufen wären Nachdenken, Visualisieren, Affirmation. Und die Tiefe des Samyama wäre, in das Gefühl dieser Eigenschaft hineingehen, dein Geist ganz absorbieren lassen, in die Stimmung, die Schwingung dieser Eigenschaft. Wenn du das regelmäßig machst, kultivierst du diese Eigenschaft. Patanjali empfiehlt hier zunächst Maitri, die Güte, das Wohlwollen. Es scheint die Eigenschaft zu sein, die Patanjali am meisten schätzt, denn sie taucht immer wieder im Yoga-Sutra auf. Wann immer Patanjali irgendeine Eigenschaft beispielhaft nennen will, dann nimmt er Maitri, also die Güte, Wohlwollen, Freundlichkeit, tätige Nächstenliebe als Grundlage für gutes Handeln. Wenn es dir schwer fällt, dich auf diese Eigenschaft zu konzentrieren in dir, dann kannst du dir auch vorstellen, dass ein anderer diese Kraft hat. Angenommen, du willst in dir Freundlichkeit kultivieren, dann könntest du auf einen Menschen dich konzentrieren, der diese Eigenschaft hat. Ich kenne zum Beispiel einen Swami Nityananda, der für mich die Verkörperung unglaublicher Güte war. Oder wenn ich die Fähigkeit kultivieren will, von vollkommenem Mut und unabhängig von Meinung und Kritik anderer, könnte ich mich auf Swami Vishnadevananda konzentrieren. Oder auch bedingungslose Liebe und Freude in allen Situationen wäre Swami Shivananda. Und so könntest du dir einzelne Menschen vorstellen, die eine Eigenschaft besonders kultiviert haben. Du könntest dir auch Tiere vorstellen. Zum Beispiel, wenn du Stärke und Kraft entwickeln willst, kannst du dir einen Elefanten vorstellen. Wenn du Mut entwickeln willst, ist vielleicht der Löwe. Wenn du die Fähigkeit entwickeln willst, über den Dingen zu schweben und nicht von allem so stark beeinflusst zu sein, mit dem Überblick zu haben, wäre es vielleicht der Adler. Natürlich kannst du dir auch mythologische Figuren vorstellen, sowohl solche aus den indischen Mythen wie Ramayana, Mahabharata, Puranas oder auch aus Sagengestalten oder eben auch moderne Kinofilme und so weiter. Durch Samyama auf ein bestimmtes Wesen erlangst du dessen Kraft. Ja, wenn du jetzt die Eigenschaften kultivieren willst, dann gehe einfach auf unsere Internetseite und suche dort nach Eigenschaftsmeditation. Oder
Du könntest gleich einer kurzen Übung folgen mit einem Tier oder einem anderen Menschen. Mein Name Sukadev Kamarajnet Nanda von www.yoga-vidya.de. Gut, jetzt zur Übung. Überlege, welche Eigenschaft du gern in dir stärker werden lassen willst. Dann überlege, welches Wesen für dich für diese Eigenschaft steht. Entweder ein Meister, eine Meisterin, eine Sagengestalt oder aus einer Mythologie, jemand, den du kennst, oder auch ein Tier. Und dann stelle dir dieses Tier vor oder diesen Menschen. Und sei dir bewusst, dieses Wesen ist die Verkörperung dieser Eigenschaft. Spüre diesen Menschen im Bewusstsein der Eigenschaft, die er verkörpert. Oder spüre dieses Tier oder dieses Wesen, welches diese Eigenschaft verkörpert. Lass dich ganz absorbieren in dieses Wesen mit dieser Eigenschaft. Om Shanti, 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 Satguru Nath Maharaj Ki Jai.